Philharmonika und Steirische Zither konnten die geladenen Gäste in der Perzelvilla hören. Am 15. Oktober wurde der 15. Geburtstag der deutschsprachigen Bonhardter Nachrichten in die Stadt im Wöltschig gefeiert. Die erste Nummer erschien im Jahr 2007. Die Idee kam von Ilona Köhler-Koch. Sie war mit der Bonhardter Deutscher Selbstverwaltung in Deutschland, in Wernau, bei Bürgermeister Roger Kehle zu Besuch. Dort haben sie darüber gesprochen, dass sie hier in Bonhard auch eine deutschsprachige Zeitung herausgeben könnten. Damals schrieben die Leute, die Lust hatten, eine Zeitung zu machen, die Artikel. Die waren begeistert und engagierte Leute, wie heutzutage. Heutzutage schreiben auch etliche engagierte Leute die Artikel, die Lust hatten dazu. Sie schreiben es ohne Entgelt. Und sie schreiben es in ihrer Freizeit und von Herzen auch. Natürlich muss alles kontrolliert werden. Und diese schwere, großartige Arbeit macht auch Zsuzsanna Lohn. Sie ist die Chefredakteurin der Zeitung. Sie liest jeden Artikel, kontrolliert und überprüft alles. Wir können in der Zeitung vor allem über Ungarndeutschen leben. Der Untertitel heißt auch über das Leben der Ungarndeutschen in und um Bonhard. Die Zeitung stellt ungarndeutsche Persönlichkeiten vor, Schulen und Kindergärten schreiben, wie die Kinder über die Ahnen lernen, was und wie lernen über die Ahnen und wie sie die Sitten und Bräuche pflegen in der Schulen und in Kindergärten. Natürlich gratulieren wir immer zum Jubiläum, zu Auszeichnungen, zur goldenen Hochzeit. Wir schreiben über die Neugeborenen, über Frischheirateten. Organisationen und Vereine schreiben über ihren Leben, was sie und wie arbeiten. Vereine und Organisationen schreiben über ihr Leben und ihre Arbeit. Zeitungsleser, die auch Unterstützer sind, finden die Zeitung in ihrem Briefkasten oder im Internet. Neuigkeiten aus unserer Region, der Wöltschig, werden auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Kanada und den Vereinigten Staaten gelesen. Unsere Leser erhalten die Zeitung kostenlos. Man muss die Zeitung drucken. Die Partnerstadt Wernau unterstützt die Zeitung von Anfang an. Wernau und Hochheim, die sind auch Partnerstädte, sie geben auch Spende dazu. Die Stadt Bonhard finanziert auch die Ausgabe der Zeitung. Die deutsche Selbstverwaltung Bonhard gibt auch Geld dazu. Ohne Geld leider geht nichts. Es war Jubiläum vor einer Woche. Die Zeitung hat die 15-jährige Jubiläum gefeiert. Und aus Berlin hat Björn Axinat einen schönen Brief geschrieben und gratulierte zum 15-jährigen Jubiläum der Zeitung. Er ist der Gründer der Internationalen Medienhilfe und die Zeitung Bonhardter Nachrichten ist auch Mitglied dieser Organisation. Aus Erfurt schreibt auch einen Brief Csaba Földes. Er arbeitet in Erfurt an der Universität, er ist Professor. Und er hat geschrieben, dass die Zeitung eine sehr gute Qualität hat. Und er möchte davon mehr wissen, von unserer Zeitung. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Bonhardter Nachrichten dank des Internets an vielen Orten der Welt gelesen werden können. Danke dafür an Ilona Köhler-Koch, Zsuzsanna Lohn und die Menschen, die die Artikel schreiben, damit die Bonhardter Nachrichten weltweit gelesen wird.